Ja, die Geschichte hat einen etwas längeren Hintergrund. Wie die Nutzer von den alten JBL-Innenfiltern wissen, hatten wir da die Magnethalterung entwickelt seinerzeit, damit wir den Filter passgenau für Aquarienecken machen konnten, von der Form, dass er im Aquarium möglichst wenig auffiel. Wenn Sie die Medien in den letzten zwei Jahren verfolgt haben, wissen Sie, dass seitens der Volksrepublik China Exportbeschränkungen für Metalle wie seltene Erden verhängt worden sind, unter anderem da auch Neodym, und damit die Weltmarktpreise für das Neodym sich also zumindest vor zwei Jahren etwa vermehrfacht haben. Das hat leider auf unsere technische Magnethalterung auch seine Auswirkungen gehabt, da, um die Magneten möglichst flach zu bekommen, in den Magneten relativ viel Neodym verarbeitet war. Das Ergebnis war, dass letztendlich der Filter in der alten Generation von seiner Kostenstruktur einfach nicht mehr tragbar gewesen ist und wir dann also den Auftrag bekamen, einen neuen Filterbefestigung im Aquarium zu entwickeln, wobei die Auflagen oder die Wünsche seitens unserer Mitarbeiter war folgendes, dass wir also unbedingt diese passgenaue Eckform beibehalten. Das schließt die klassische Aufhängung mit den klassischen Saugern quasi aus, weil der Sauger ist an einen Träger gekoppelt und der Filter wird in einen Träger eingehängt. Das heißt, wir mussten uns da etwas anderes einfallen lassen. Wie so oft bastelt man bei solchen Fragestellungen wochenlang und hat viele, viele Ideen. Und die Lösung ist manchmal ganz einfach, wenn man nur mal über den Zaun hinwegschaut. Die Lösung sind im Stichwort ergreifend die Sauger von Autonavigationssystemen, die Sie an die Scheibe befestigen können, also wie hier die vielen kleinen mobilen Geräte. Weil diese Sauger werden an die Scheibe rangesaugt und dann mit einem Unterdruck festgezogen. Und sie können, die halt sitzen so fest, dass sie die nicht mehr von der Scheibe losbekommen. Problem im Aquarium war, dass der verwendete Kunststoff im Aquarium zuerst an den Scheiben entlang ging. Der hielt zwar sehr fest, aber er rutschte dann doch immer, sodass wir hier auf einen anderen Kunststoff gegangen sind. Und was auch die Möglichkeit dieser Technologie ergab, auch, dass wir den Sauger, dass wir den Sauger in das Gehäuse des Pumpenkopfes integrieren konnten. Sie sehen hier diese Aussparung. Ich mache ihn jetzt nochmal fest. Sie sehen hier diese Aussparung. Und sobald der Filter sich an die Aquarienscheibe drückt, geht der Sauger also wirklich passgenau an die Scheibe ran, dass der Pumpenkopf also ohne Spalt oder mit nur einem ganz geringen Spalt an der Scheibe festsitzt. Der Nachteil ist, den bekommen Sie nicht wieder los, weil er ja wirklich festgesaugt ist. Deswegen haben wir hier diesen kleinen Push-Knopf, den braucht man wirklich nur ganz leicht zu betätigen.